Frau Buder, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung an Ihrem Sohn Michael. Frau Buder, Ihr Vorname ist Lisbeth. Sie sind am 16. November 1955 in Detmold geboren, leben auch dort. Sie sind verwitwet und haben einen erwachsenen Sohn, den 34-jährigen Michael, um den es hier geht. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite als Sekretärin im Tierheim hier in Detmold. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte wollte schon lange, dass ihr 34-jähriger Sohn Michael Buder endlich zu Hause auszieht. Als sie am 23. Februar 2011 auch noch für ihn mit seiner Freundin Schluss machen sollte und dabei erfuhr, dass er ein Erbstück ihres Mannes versetzt hatte, rastete sie aus. Sie warf ihren Sohn aus dem Haus und ließ alle Türschlösser austauschen. Als Michael Buder am 24. Februar 2011 abends durch das Kellerfenster ins Haus einsteigen wollte, warf ihm die Angeklagte vom ersten Stock aus einen Blumentopf gezielt auf den Kopf. Michael Buder verletzte sich erheblich. Lisbeth Buder wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Buder, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder Angaben machen zur Sache? Ich möchte sehr gerne was dazu sagen. Nämlich, als ich um 20 Uhr nach Hause gekommen bin, da sah ich meinen Sohn schon im Kellerfensterschacht liegen. Und er lag, der hat sich nicht gerührt. Glauben Sie etwa, ich könnte meinem Kind so etwas antun? Die Staatsanwaltschaft glaubt, also das Kind, von dem Sie sprechen, ist 34 Jahre alt und hatte bis dahin nicht im Traum daran gedacht, das Hotel Mama zu verlassen. Geschweige denn, dass er von Ihnen irgendwann auch mal rausgeworfen wird. Haben Sie nie daran gedacht, Ihren Sohn so zu erziehen, dass er mit 34 mal selbstständig alleine wohnen und auf eigenen Füßen stehen kann? Ja, selbstverständlich habe ich schon daran gedacht, natürlich. Aber für meinen Mann und mich war das bis dato eigentlich in Ordnung gewesen. Aber als mein Mann dann vor 2 Jahren gestorben ist, da habe ich gemerkt, dass das also wirklich mir auch viel zu viel wird. Also mein Sohn genießt das Hotel Mama in vollen Zügen und lässt sich von mir bedienen. Ja, und Sie haben es ja auch noch 2 Jahre nach dem Tod Ihres Mannes mitgemacht. Was war denn dann der konkrete Anlass am 23. Februar, dass Sie sich das auf einmal anders überlegt haben und Ihren Sohn Knallauffall rausgeschmissen haben? Also muss ja einen Grund für geben. Kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ja, bitte. Und zwar hat mein Sohn mich gebeten, mit seiner Freundin Jenny Schluss zu machen für ihn. Und das war mir dann wirklich zu viel. Das sehe ich in der Tat auch so. Warum hat er das nicht selber gemacht, wenigstens das? Also mein Sohn ist Handyvertreter. Der kann reden, der verkauft Ihnen alles. Und er hat mir gesagt, er möchte das nicht, weil er sich das nicht zutraut, weil er Sie nicht verletzen möchte. Und ich wäre doch viel feinfühliger als er. Naja. Und ich konnte da nicht widerstehen und habe erst mal Ja gesagt. Und dann saß ich da mit der Jenny in der Küche bei uns. Und da habe ich versucht, ihr das schon beizubringen. Und naja, da standen ihr sofort die Tränen in den Augen. Sie ist aufgesprungen, hat ihre Sachen zusammengesammelt und hat sich noch nicht mal von mir verabschiedet. Und ich muss sagen, sie hat geweint und mir haben auch die Tränen in den Augen gestanden, weil die ist für mich wirklich die perfekte Schwiegertochter gewesen. Also, ich habe sie ins Herz geschlossen und mir hat das so leid getan. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, wie absurd das ist, dass ich meinem Sohn alles abnehme. Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen, Frau Buder? Ja, also ich war wütend, das kann man sich ja wohl vorstellen. Und dann habe ich einfach die Sachen meines Sohnes zusammengepackt, habe sie vor die Tür gestellt. Und als er dann abends nach Hause gekommen ist, habe ich ihn auch nicht reingelassen. Und dann habe ich am nächsten Tag meinen Schwager gebeten, dass er die Schlösser auswechselt, weil ich kenne mich ganz genau. Ich weiß genau, wenn er dann wieder in der Wohnung vor mir steht in dem Haus, dann werde ich weich, knick ein und dann werde ich wieder rückfällig. Die Jenny hat Ihnen ja noch was gesagt in dem Gespräch. Sie haben doch in dem Gespräch, deshalb waren Sie auch so wütend, noch was erfahren. Sie haben erfahren, dass Ihr Sohn ein Erbstück Ihres Mannes versetzt hat gegen schnödes Geld. Einfach mal so. Ja, natürlich war ich wütend. Stellen Sie sich mal vor, ich habe 2 Jahre lang, habe ich mir jede Mark, damals gab es ja die Mark noch, vom Haushaltsgeld abgezwackt. Ja, um diese Uhr meinem Mann zum 10. Hochzeitstag schenken zu können. Ich habe eine Gravur da reinmachen lassen. Also ich habe an dieser Uhr auch wirklich gehangen. Die hat mir und meinem Mann was bedeutet, wirklich. Und wissen Sie, was er sich dafür gekauft hat? Das kann man gar nicht sagen. Autofelgen. Autofelgen hat er sich davon gekauft. Also
Entschuldigung. Natürlich, ne? Die Unterwäsche des Autos, sagt man ja, ist auch vielleicht dann ein wenig wichtig. Aber ich verstehe das, das ist schäbig gewesen von Ihrem Sohn. Das ist schäbig, Sie waren völlig zu Recht wütend. Und Sie sind auch wütend gewesen. Und jetzt kommt dieser Kerl, der die Uhr einfach so verscherbelt für seine Autofelgen. Am nächsten Tag steht er wieder vor der Tür, kann nicht rein. Was macht er? Geht durchs Kellerfenster rein. Und da haben Sie gesagt, jetzt bleibe ich auch hart. Und Sie waren wirklich noch wütend und verletzt. Sie haben diesen Blumentopf genommen, man sieht jetzt nur die Hülle. Ihnen muss doch klar gewesen sein, wie viel Schaden das anrichtet oder nicht, wenn Sie den so gezielt runterwerfen. Das Ding wird doch auch noch schneller, wenn Sie das aus dem ersten Stock runterpfeffern. Also das von der Tatsache her macht das ja stimmen. Aber ja, ich habe den, hab den Topf aber nicht geworfen. Mein Sohn, der hat sich das einfach so in den Kopf gesetzt, das ist so in seinem Schädel drin, der redet seitdem überhaupt kein Wort mehr mit mir. Der spricht nicht mehr mit mir. Und jetzt ist er bei seinem Freund Tim und Haus da. Was dabei rauskommt, das kann man sich auch wieder vorstellen. Michael, das ist doch kein Zustand, dass du bei deinem Kumpel auf dem Fußboden schläfst. Ja, das war recht. Du ziehst jetzt erstmal zu Onkel Anton und mir und dann gehen wir gemeinsam die Wohnungssuche an. Oh. Oder Anton, das ist doch das Mindeste, was wir dazu beitragen können. Vor allen Dingen nach dem, was du zu dieser Misere beigetragen hast. Es ist ja mal wieder echt typisch, dass du mal wieder auf die Mitleidsmasche bei den Frauen setzt. Ja? Unglaublich, anstatt dich endlich mal um dich selbst zu kümmern. Weißt du, das hätte mit uns niemals eine Zukunft gehabt. Sag ich doch nichts anderes die ganze Zeit. Jenny, Sie halten jetzt erstmal die Luft an. Michael wäre gar nicht in dem Zustand, wenn Sie ihm nicht den Blumentopf auf den Kopf geschmissen hätten. Ich? Wie hätte ich das denn machen sollen? Jenny Erdmann, die Ex-Freundin von ihrem Sohn, die wusste nichts davon, dass sie ihren Sohn am Abend zuvor vor die Türe gesetzt haben. Sie hat an dem Abend auf ihn gewartet. Und als sie gesehen hat, dass er sich Zutritt zu ihrem Haus vom Kellerschacht da verschaffen wollte, da hat sie einfach diesen Blumentopf genommen und ihm einfach über den Kopf gescherbelt. Ja, oder irgendjemand anders, der was gegen mich hier hatte. Ja, mit Sicherheit, Jenny Erdmann. Noch Fragen an die Angeklagte? Dann möchte ich direkt mit dem Geschädigten beginnen. Michael Buder, bitte. Frau Buder, Sie nehmen bitte neben Ihrer Verteidigerin Platz. Dankeschön. Herr Buder, nehmen Sie Platz. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Buder, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Ihr Vorname ist Michael, Sie sind 34 Jahre alt und wohnen in Detmold. Was sind Sie vom Beruf? Na, Beruf kann man jetzt nicht gerade sagen. Ich verkaufe Handyverträge. So ein Beruf. Als Sohn der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen und schweigen. Nee, ich werde auf jeden Fall was sagen zu dem Fall. Och, das höre gerne etwas. Am 23. Februar 2011 hat Ihre Mutter Sie nach 34 Jahren Vollpension vor die Tür gesetzt. Und zwar ziemlich kräftig, indem sie die Schlüssel ausgetauscht hat. Am nächsten Abend sind sie um 20 Uhr aber wieder zurückgekommen und wollten über den Kellerschacht ins Haus. Warum das? Ja, also eigentlich wollte ich die Geschichte mit meiner Mutter mal aus dem Weg räumen und wollte mich mit ihr unterhalten und auch noch meine restlichen Klamotten abholen. Mein Kumpel Tim war übrigens dabei als moralische Unterstützung. Na, auf jeden Fall bin ich aufs Haus zu und habe geklingelt, aber sie hat ja so getan, als wenn sie mich nicht hören würde. Ja, also Michi, entschuldige mal bitte, ich konnte das Klingeln gar nicht hören, weil ich nämlich gar nicht zu Hause war. Sag mal, traust du mir das wirklich so zu? Hey, ich bitte dich, ja, was soll ich denn noch von dir denken, ja? Wenn du in die Rabenliga-Mutter aufsteigst, ja, dann kann ich doch, ich weiß überhaupt nicht mal, wo ich ansetzen soll. Michi, eins will ich dir mal sagen. Ich habe mich total ausgenutzt gefühlt von dir. Du hast nichts zum Lebensunterhalt beigetragen. Du hast mir nicht geholfen. Ich konnte deine Wäsche machen, ich konnte alles für dich regeln. Ich sag mal, da blieb mir doch gar nichts anderes übrig, als dir mal zu sagen, dass du auf eigenen Füßen stehen musst. Ja, Frau Buder, ich habe dafür immer volles Verständnis, sofern es gewaltfrei geht. Jedenfalls. Woraus schließen Sie, dass Ihre Mutter zu Hause gewesen sein muss? Gesehen haben Sie sie ja nicht, oder? Na, ich bin nach Hause gekommen und wollte eigentlich durch die Haustür rein, aber der Schlüssel passte nicht mehr. Mhm. Ich bin direkt an der Tür gescheitert. Da habe ich mir gedacht, dreht sie jetzt total am Rad? Ist sie ein bisschen Panne im Kopf? Na, auf jeden Fall bin ich dann mal ums Haus rumgegangen, ja, um zu gucken, ob jemand da ist. Und? Licht im Badezimmer. Ah ja. Der kann ja wohl gar nicht gewesen sein, Michi. Ich war bei deinem Onkel. Ich habe mich bei ihm bedankt, ich habe für ihn gekocht, weil er mir die Schlösser ausgewechselt hat. Genau. Und als ich nach Hause gekommen bin, da hat dein Freund schon den Sanitäter gerufen gehabt. Ich war nicht da. Ja. Wie auch immer, Herr Buder, es ist ja letztlich das Haus Ihrer Mutter. Da müssen Sie an sich schon warten, bis es Sie reinlässt. Wie kommt man
auf die Idee, sich hinterrücks da quasi Füße zuerst in den Kellerschacht abzulassen. Das habe ich früher schon als kleiner Junge gemacht. Ja? Also unten das Kellerfenster, das kann man ganz einfach aushebeln. Ja? Also habe ich mich mal im Gitter vergriffen, ja, habe das aufgemacht, habe mich dann bäuchlings in den Keller reingewunden. Ich war schon mit den Füßen drin, mit dem Oberkörper noch halb raus. Und da hörte ich oben im ersten Stock sowas rascheln. Aber bevor ich mich umdrehen konnte, bam, habe ich den Ding schon am Kopf gekriegt. Dann waren bei mir die Lichter aus. Kein Mensch kann unterscheiden, ob dieser Blumentopf tatsächlich vom ersten Stock ausgeworfen wurde oder mit voller Wucht vom Boden aus. Dafür ist der Abstand zwischen dem Erdboden und dem ersten Stock viel zu gering. Nein, wenn wir uns die Verletzung ansehen, ist ganz klar, von wo aus der geworfen wurde. Aus so geringer Höhe abgeworfen kann er nicht solche Verletzungen. Woher geworfen. Wollen Sie das denn wissen, Herr Römer? Ich meine, Erfahrung. Selbst wenn das LKA kommt, mit 10 Männern anrückt, ja, die können das noch nicht einmal unterscheiden. Und wenn doch, dann kriegen die mit Sicherheit den Nobelpreis, den nächsten, für Physik. Jedenfalls feststeht, dass dieser Topf, gefüllt mit nasser Erde übrigens, Sie am Kopf getroffen und verletzt hat. Oh ja, und wie, was für Verletzung? Ich hatte den ganzen Kiefer kaputt, ja, leichte Schürfwunde, der Kiefer war angebrochen. Ja. Ich hatte eine fette Platzwunde am Hinterkopf. Sie wissen gar nicht, was das für Schmerzen waren. Ja. Als Tim und die Sanitäter mich aus dem Schacht rausgeholt haben, da kam ich so langsam wieder zu Bewusstsein. Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass ich fast draufgegangen wäre bei der Geschichte? Michi, bitte, sprich doch vernünftig mit mir. Ich hab versucht, mit dir vernünftig zu sprechen, bis du mir den Topf auf den Kopf geknallt hast. Dieser Blumentopf hat zur Tatzeit draußen gestanden. Ach, draußen. Ach, niemals draußen. Bei uns stehen die Blumentöpfe drinnen. Und zwar auf der Fensterbank. Also lassen wir mal im Moment offen, wer und von wo aus geworfen worden ist. Wissen Sie eigentlich, warum Ihre Mutter Sie am 23. Februar vor die Tür gesetzt hat? Bis heute habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Damals? An dem Tag, als sie mich auch rausgeworfen hat. Ich kam gerade vom Sport. Es war so gegen 8 Uhr. Komme ich bei uns die Einfahrt rein, sehe ich auf der Treppe Taschen mit meinen Klamotten drin, mein Fernseher. Und ich, hä? Hausputz? So? In meinem Zimmer? Na, auf jeden Fall wollte ich rein. Bin ich schon wieder an der Tür gescheitert. Und zwar war die Kette von innen drin. Ich so, hä? Was ist denn hier los? Kommt meine Mutter um die Ecke? Ja, das mit ihr zu Hause wohnen und so, das ist jetzt passé. Ich will jetzt raus. Die sollen an dem Tag auch gebeten haben, ihre Mutter für sie mit ihrer Freundin Jenny Schluss zu machen. Seit wann sind Mütter auch noch dafür zuständig? Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Mutter hat sich von Anfang an mit Jenny gut verstanden und sich vor allen Dingen daran eingemischt. Ja? Also ich wollte ja gar nicht so eine enge, feste Beziehung über viele, viele Jahre hinweg. Ja? Und dachte, das ist irgendwann vorbei. Ja? Und dann eines Tages, ich komme nach Hause, sitzen die beiden da schön auf der Couch, klein Pläuschchen, Teechen getrunken. Ich hab fast die Krise gekriegt. Ist doch gut, wenn ich mich mit deiner zukünftigen Frau gut verstehe. Ihre Mutter hat also, sagen wir mal, sich in die Beziehung so ein bisschen reingehängt, wollte die so ein bisschen befördern. Ihre Mutter hat die Beziehung auch beendet. Ich hoffe, Sie haben wenigstens mit Ihrer Freundin geschlafen. Das hat Ihre Mutter nicht für Sie übernommen. War das denn der Gedanke dahinter, dass Sie sagten, dass Sie Ihre Mutter gebeten haben, beende die Beziehung jetzt auch? Du hast es mir schließlich eingebrockt. Was ist denn daran so schlimm? Also, als allererstes, Jenny und meine Mutter haben sich echt gut verstanden. Und die Sache mit den Gefühlen, ja, das ist nicht so mein Ding, konnte ich nicht. Ja? Und sie hat sich dann darum kümmern können, also habe ich gesagt, bitte mach das doch mal. Ja. Weil ich war auch gerade in der Situation, es war alles ein bisschen hart für mich und ich musste das auch neu ordnen, mein Leben. Ja? Und da frage ich mich eigentlich gerade eben, warum hast du nicht einfach Nein gesagt? Ja? Hast es sein gelassen, anstatt mich direkt am gleichen Tag noch vor die Tür zu setzen? Ja, ich hätte auch Nein sagen sollen. Das wäre nämlich viel besser gewesen. Aber ich wollte dich einfach nicht verletzen. Also eine Mutter, die ihren Sohn mit einem simplen Nein noch nicht mal verletzen möchte oder kann, ja, die wird man mit Sicherheit wohl nicht irgendwelche körperlichen Schmerzen zufügen, indem sie dann ihnen noch einen Blumentopf über den Schädel bricht oder was. Im Übrigen war meine Mandantin zur Tatzeit jedenfalls mit ihrem Schwager zusammen. Ich wollte doch nur diese Nesthockerei unterbinden. Es war einfach genug. Noch Fragen an den Zeugenbruder? Nein. Danke. Dann möchte ich einmal mit dem Schwager der Angeklagten fortsetzen, bei dem sie ja zur Tatzeit gewesen sein will. Anton Diepold, bitte. Und Sie, Herr Bruder Junior, nehmen bitte hinten Platz, bleibt unvereidigt. Herr Diepold, bitte nehmen Sie Platz.
Herr Diebold, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Sie sind 51 Jahre alt, Vorname ist Anton, wohnen in Detmold. Was sind Sie vom Beruf? Gerüstbauschlosser. Gerüstbauschlosser. Als Schwager der Angeklagten haben Sie ein Zeugenverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen, das Schweigen ist Ihre Entscheidung. 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Wollen Sie aussagen? Ich will auf jeden Fall aussagen, damit die Sachlage hier mal geklärt wird. Das soll mir recht sein. Ihre Schwägerin sagt ja, am 24. Februar 2011 sei sie abends oder nachmittags abends bei Ihnen gewesen. Von wann bis wann? Ja, das war so von 18 bis 20 Uhr etwa. Vorher habe ich noch bei ihr die Schlösser ausgewechselt. Und weil wir wohnen fast in unmittelbarer Nachbarschaft und meine Frau war gerade beruflich unterwegs und da hat Lisbeth halt gesagt, okay, als Dankeschön komme ich zu dir und bekoch dich mal. Ja? Weil sie macht nämlich super Rouladen, müssen Sie wissen, extra dünn geschnitten, schön mit Senf und Zwiebelchen drin. Extra also dünn geschnitten kann man viel von essen, ne? Geht dann ganz gut rein. Herr Diebold, Ihr Gefälligkeitsalibi kränkelt ein bisschen und zwar vor allen Dingen an dem einen Detail, dass es jetzt so ein Zufall gewesen sein soll, dass Sie gerade, nachdem Ihr Sohn schwer verletzt im Kellerschacht gelegen hat, dass Sie gerade dann erst nach Hause kommt. Das glaube ich nicht so richtig, bin ich ganz ehrlich. Ja, Moment, also wenn die Lisbeth das sagt, dann war das auch so. Herr Diebold, kennen Sie den Grund für den plötzlichen Rauswurf? Lisbeth wollte eigentlich, dass er endlich mal ein bisschen selbstständiger wird und sein Leben auch mal selber geregelt kriegt. Mhm. Ja? Sie musste ja schon für ihn mit anderen Frauen Schluss machen. Ja? Und er hatte ja schon vergeblich zweimal versucht auszuziehen, ist dann direkt zu der jeweiligen Dame hingezogen. Ja? Innerhalb von 2 Monaten stand er dann wieder zu Hause bei ihr auf der Matte und wollte wieder rein. Und sie hat ihn auch noch wieder reingelassen. Na, dann ist es ja also gar nicht so neu, dass meine Mandantin bei den Beziehungsproblemen ihres Sohnes parat steht, oder? Ja, ja, sicher. Deswegen verstehe ich das auch nicht mit der Problematik von dieser Schlussmachgeschichte. Mhm. Weil das ist sie ja gewohnt, das kennt sie ja eigentlich von ihm. Ja, ich sag mal, Frauen kennenzulernen ist wohl wahrscheinlich nicht so das große Problem. Vielleicht ist er ja auch so eine Art Charmeur. Aber wenn die erstmal merken, was er für ein Hammerwerfer ist, ja, dann ist er wieder ruckzuck draußen. Nur weil du so dumm, dreist und faul bist, ja, deswegen schmeißen dich die Mädels auch alle wieder raus. Also Jenny Erdmann, glaube ich, hat der Sohn meiner Mandantin jedenfalls genauso gefallen, wie er ist. Die wollte unbedingt mit Ihnen zusammenbleiben, aber Sie wollten nicht. Und das war so neu für Sie, Herr Bruder, dass die meine Mandantin jedenfalls zu ihr geschickt haben. Ihre Gutmütigkeit haben Sie ausgenutzt und Ihre Freundin damit aber gedemütigt. Stimmt doch, Herr Bruder, oder? Und deshalb hat Jenny Erdmann den Blumentopf auf Sie geschleudert. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja? Ist ja nicht so, dass sie keinen anderen Mann mehr abkriegt. Jenny, hi, du schuldest mir aber noch eine Runde Dart. Oh, Tim, vergiss es. Lass mich in Ruhe. Ich habe die Nase voll von Michael, ich habe die Nase voll von seiner Psychomutter und ich habe auch die Nase voll von dir. Ja, ich bin schon angenervt, dass ich hier so eine blöde Zeugenaussage machen muss und ich möchte einfach meine Ruhe haben. Ja, der hat es echt verdient, dass er den Blumenkübel aufs Hirn bekommen hat. Also das fände ich jetzt aber echt schade, wenn du mich nicht weiter mit deiner Schönheit beehrst. Sag mal, das glaube ich doch nicht, Tim. Weiß Michael davon, dass du dich an seine Ex-Freundin ranmachst? Also achte, wir machen hier doch nur Smalltalk. Frau Erdmann, bitte. Smalltalk, dass ich nicht lache. Schöner Freund bist du. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz, Herr Diebold. So, Frau Erdmann, gerade für Sie frei geworden. Nehmen Sie Platz und sagen Sie mir die Wahrheit. Wenn es irgend geht, sonst machen Sie sich strafbar. 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Könnte ja sein, dass dieser Blumentopf aus Ihren Händen auf dem Kopf Ihres Spätverflossenen gelandet ist. Frau Erdmann, Ihr Vorname ist Jenny. Sie ist 29 Jahre alt und wohnt in Detmold. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Floristin. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein, das bin ich nicht. Die Angeklagte hat ja gesagt, dass sie am 23. Februar 2011 Ihnen im Auftrag Ihres Sohnes gekündigt habe. Das heißt, sie hat für ihn die Beziehung zu Ihnen beendet. Nicht alltäglich und gefallen hat er ihr das auch nicht. Deshalb hat sie ihren Sohn Michael dann abends vor die Tür gesetzt. Aber Ihnen hat es auch nicht gefallen, denn so ein bisschen so Nachhaken haben Sie dann der Mutter natürlich gesteckt, dass er 10 Tage vorher gerade die goldene Uhr seines Vaters versetzt hatte, ne? Ja, das ist richtig. Die hat er versetzt für protzige Autofelgen.
Der Vater hat die doch selber nicht getragen. Moment mal, Michi, jetzt ist aber wirklich gut, ja? Dein Vater hat die Uhr sehr geschätzt. Und er wird sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was du mit dieser Uhr gemacht hast. Er hat einfach keinen Respekt, so einfach ist das. Wie hat die Angeklagte das konkret aufgenommen, das mit der Uhr?